Ich bin der Einzige, der wahrscheinlich von einem Jaguar Convertible, einen XK gehabt, einen schwarzen mit schwarzem Dach und beigen Ledersitzen, auf eine Vespa umgestiegen ist. Es hat dann natürlich eine Vorgeschichte, wie ich 18 war und längst den Führerschein hatte, war damals jüngster Unternehmer im Lande Salzburg, bin mit 17 nach dem Tod von meinem Vater schon für volljährig erklärt worden und habe dann später, eben wie ich schon ein Auto gehabt habe, mir eine Vespa zugelegt, eine himmelblaue, wunderschöne 50er Vespa, die allerdings ziemlich auffrisiert war und Hölle gegangen ist. Also rauf auf den Gaisberg und runter. Runter war ziemlich schnell. Jedenfalls, ich habe da ein bisschen meine Kindheit nachgeholt. Mein Vater hat mir nie ein Moped erlaubt, wie das viele Väter Gott sei Dank irgendwie tun. Viel zu gefährlich, wenn man jung ist und irgendwie nur Flausen im Kopf hat. Aber eben mit 18 war ich dann schon irgendwie vorsichtig genug, irgendwie dieses Gerät, auch wenn es schnell war, irgendwie zu beherrschen. Ich habe auch dann den A-Führerschein gemacht, neben dem Lastwagenführerschein. Und viele Jahre später, nachdem ich irgendwie gelernt habe, irgendwie Schiffe zu lenken und Flugzeuge zu fliegen, bin ich mit dem Jaguar durch die Stadt gefahren und es war wieder mal ein so ein Tag, wo man keinen Parkplatz findet. Und das hat ja jeder von uns schon erlebt, irgendwie man fährt im Kreis irgendwie und denkt über das Leben nach und spürt plötzlich, wie das Leben irgendwie so verrinnt, ja, und denkt an die schönen Dinge, die man alle tun könnte, zum Beispiel Vespa fahren. Und ich bin damals aus dem Auto ausgestiegen und habe zu meiner Frau gesagt, sie soll das Lenkrad übernehmen, ich fahre nicht mehr Auto. Und sie hat gesagt, was heißt, du fährst nicht mehr Auto? Ich sage, du kannst Auto fahren, aber ich steige um auf Vespa. Und bin dann zum Vespa-Händler gefahren und habe mir eine rote 300er ausgesucht. Ich weiß, unter Vespa-Freaks nicht wirklich eine Vespa, weil sie ja Automatik und nicht mehr Zweitakt ist. Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, ich habe mir später dann eine PX dazu gekauft. Und am Sonntag, wenn ich irgendwie, am Samstag besser gesagt, wenn ich die Kipfahrt hole in der Früh, dann möchte ich dieses Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk hören am Weg zum Bäcker und da nehme ich immer die PX und nicht die schnelle 300er. In der Stadt denke ich nicht zurück an die Zeiten des Sportwagenfahrens, weil schneller ist man in der Stadt nicht. Und was das Parken betrifft, was noch einmal, ist ein Parkplatz. Thomas Gradke, alles Liebe und an alle Vespa-Freunde da draußen wünsche ich einen wunderschönen Frühling und möge das Leben wieder so schön werden, wie es früher mal war. Alles Liebe.